Und weiter geht's, da sind wir wieder. Nächste Reihe, Phantom Legacy. Ich hab's getan. In der Pause. Ich habe ihn gekauft. Den Mammut. Es war eine schwere Entscheidung. Ich war am Schwanken, erst die Asaya oder der Mammut. Dann kam plötzlich zwei Splits anstatt einem Mammut. Jetzt habe ich mich erstmal für den Mammut entschieden. Falls ich irgendwann mal im Geld schwimmen sollte, dann kann ich mir immer noch die Asaya und zwei Elefanten kaufen. Oder vier oder acht oder einen Boronen, was weiß ich was. Oder einfach von jedem Volk einen, nur damit ich von jedem einen habe. Das werden wir dann aber sehen. Jetzt habe ich erstmal den Mammut. Der ist schon auf dem Weg ins Hauptquartier, denn da muss er ausgestattet werden. Das ist er noch nicht komplett. Sprungantrieb fehlt noch. Können Sie kämpfen? Und Und mehr wenn, Schilde fehlen müssen noch. Sie Waffen sich haue ich jetzt halten? erstmal keine rein, da kümmere Kaufen ich Sie mich sich später eine drum. Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. So, und jetzt kommt Chroma gerade noch um die Ecke, dass ihm noch ein Punkt einfällt, den er bisher noch nicht besprochen hatte. Du kannst keine Baumission machen, du hast einen zum Weiterbauen. Okay, ja, okay. Autopilot deaktiviert. Da hast du vollkommen recht, aber so viel Geld habe ich momentan eh noch nicht, um solche Spielchen zu machen. Dass ich nebenbei Baumissionen machen kann und mein Imperium ausbauen Sie kann. sprechen mit dem. Das kann ich momentan eh noch nicht machen. Siliziummine M Wenn Beta. ich da mal so viel Kohle habe, dann ist es mir vermutlich auch egal. Dann kaufe ich mir einfach jeden TL, den ich brauche. Sie sprechen mit. Was sind Sie in der La Hier gibt es mal wieder nichts Herzmine, Gescheites. Bist du hier unten? Sie sprechen mit dem. Diese Mission stellt selbst für einen Ungläubigen keine Naja. Schwierigkeiten dar. Haben Sie eventuell Interesse daran? Nee, habe ich kein Interesse dran. Also, die sind mittlerweile so schlecht bezahlt. Sie waren die ganze Zeit schon schlecht bezahlt. Oh, hier liegt viel Erz rum, aber das lade ich jetzt nicht auf. 7 Siliziumscheiben, Moskitoraketen. Nee, die lassen wir liegen. Brauchen wir nicht. Wer hat denn das gemacht? Ach, der Pirat hier. Pirat, erweiterte Version, Elite. Vielleicht kriegen wir ihn ja zum Aussteigen. Vergessen Sie, verlangen Sie das bitte nicht von. Ziel ist nun in Voll. Vergessen, verlangen Sie das bitte. Verlangen Sie das bitte nicht von einem Boronen. Vergesst, verlangen Sie das bitte Oh, der nicht will von nicht einem aussteigen. Boronen. Ach, verdammt, schade. Die erweiterte Version der Elite hätte ich jetzt gern gehabt. Ja, Carpon geht nicht. Vergesst, verlangen Sie das bitte Der nicht steigt von nicht einem aus. Boronen. Nein, wenn er jetzt nicht aussteigt, steigt er nie aus. Asteroid. Dann müssen wir ihn leider Gottes vernichten. So. Machen wir jetzt. Wie wir angefangen haben. Ja, er steigt aus in Form von Asche, da hast du recht. Spätestens dann. Ich meine, ich habe sie mehrmals angeboten, aber er wollte nicht. So, wer nicht will, der hat schon. Jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können. Denn ich bin natürlich jetzt relativ, wobei ich habe noch 10 Millionen. Ich bin gar nicht so blank, wie ich dachte. Ich meine, noch können wir es nicht machen, aber nächste Woche kann ich mich dann auch mal auf Baumissionen stürzen. Da ich hier noch nicht so viele gemacht habe, sind die auch so mega gut bezahlt wie in Albion Prelude. Oder haben sie da ein bisschen Gas rausgenommen, dass sie nicht mehr so mega gut bezahlt sind? Säuerei L Beta. Sie sprechen mit dem. Gibt es etwa? Übertrage jetzt die Daten. Sind Sie daran interessiert? Warum kann meine Boa kein TP tragen? Das wäre schön. So, am Anfang nicht. Moment.
muss ich das so verstehen, dass je mehr Missionstypen ich mache, umso besser werden sie bezahlt. Ich dachte immer, das liegt an meinem Rangruf, an meinem Ruf bei den Fraktionen. Je besser der ist, umso besser wird es bezahlt. Das dachte ich bisher immer. Erreiche Ruhe des Pontifex. Ja, gerne. Ah, ich war zu faul und habe noch nicht reingeguckt. Ich gebe es zu. Ich muss es tun. Sie sprechen mit dem Auto. Was ist? Sie sprechen mit dem Auto. Was ist? Apropos Ruf bei den Fraktionen. Waren meine Diplomaten? Ach, der ist immer noch unterwegs. Gut, okay, er muss natürlich gleich 1000 Einfluss sammeln, aber trotzdem. Hätte er ja schon fertig sein können. Sinnesruhe des Pontifex. Wir könnten mal nach Heiliges Relikt hochfliegen und dann eventuell zu zwei Welten. Da waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Wobei, da fliegt jetzt gerade auch stark im Arm hin. Dann fliegen wir zur Zitadelle des Herzogs. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Zitadelle des Herzogs. Ich könnte mal wieder bei Stark im Arm vorbeigucken und mal den Sektor erkunden, aber da wäre ich wahrscheinlich abgeschossen. Wobei jetzt mit der Springblossom könnte ich das eventuell riskieren. Da haben wir zwei Mikrochips drin. Fliegen mal hier. Jetzt wundert mich, dass eine Morgensternfabrik hier steht, bei den Paraniden. Ich dachte immer, das wäre eine Split-Fabrik, eine Argon-Fabrik, die Morgenstern. Aber es scheint auch eine Paraniden-Fabrik zu sein. Sie sprechen mit. Alle benötigten Informationen werden gerade über. 4 Millionen? Da sagen wir nicht nein. So, wo bist du? Marine-Infanterie-Ausbildungseinheit. Also. Das Osttor ist der beste Weg. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Ich wollte eigentlich bei Stark im Arm tatsächlich mal reinfliegen und den Sektor ein bisschen besser erkunden. Aber die 4,2 Millionen, die kann ich mir natürlich jetzt nicht entgehen lassen. Marineinfanterieausbildungseinrichtung M. Wo? So, Alpha. Jetzt muss ich nur schauen, ob vielleicht das Nordtor besser ist. Wie weit oben liegt denn das Nordtor? Ne, das ist viel zu weit weg, um Gottes Willen. Das liegt da sehr weit oben. Nö, nö, nö. Dann ganz normal das Westtor. Erreiche Zitadelle des Herzogs. Ah, okay, das ist dann. Okay, okay. Raketenfabrik Morgenstern. Das Geld für die Mission ist davon abhängig, wie oft ich schon so einen Auftrag erreicht habe und nicht vom allein vom Völkerrang her. Okay, verstehe. Das heißt, ich werde erst ein paar billige Fabriken bauen müssen, wo ich nicht so viel bekomme, bevor dann die dicken Dinger kommen. Verstehe. Ich dachte immer, das ist rein vom Völkerrang abhängig. Je höher der ist, umso besser werden die Missionen bezahlt worden. Meine Meinung bisher. Aber wieder was gelernt. So. Bei wem habe ich jetzt verloren? Bei niemandem. Okay. So, Blackjack schreibt, meine Mammut hat zwei Flammenschleudern von. Hier mal Flakartillerie, links und rechts. Zwei Phasen Repetiergeschütze hinten. Und einmal den Traktorstrahl im Frachtraum. Ja, wenn du was schleppen willst.
wenn möglich mit Hüllenpolarisierung und einem Frachtraumkraftfeld ausrüsten. Okay, wegen eventuell bösen Überraschungen. Schreibt mir das mal kurz auf. Dauert eine Sekunde. Ja, bei den Korsaren. Das ist blöd. So, TL zweimal Flamme. Von viermal Flak. Links plus rechts und zweimal Phasenrepetier. Ja. Gut, es hört sich gut an. Da lasse ich mich gern. Screenshot jetzt. Jetzt habe ich schon aufgeschrieben. So. Autopilot deaktiviert. So, jetzt fliegen wir aber einmal noch da oben vorbei. Traue mich das jetzt mit der Springblossom. Sektor zu erkunden. Moment, das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht der stark im Armsektor, oder? Was laber ich denn gerade? Es ist gar nicht der stark im Armsektor. Ich dachte, wir beim stark im Armsektor. An der nochmal. Der war hier, genau. Onkas Prüfung. Da war der. Dann machen wir doch das. Das wollte ich eigentlich auch machen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50. So, herzlich willkommen. Erreiche Ronkas Prüfung. Liebe Waffenplattform, lass mich bloß in Ruhe. Rakete im Anflug. Ich will ja einfach nur. Alarm! Rakete im Anflug. Rakete im Schießen die Anflug. Moskitos auf mich ab? Es sind tatsächlich, die schießen Moskitos auf mich ab. Rakete im Anflug. Moskitorakete hat sich selbst zerstört. Tatsächlich. Moskitorakete hat sich selbst zerstört. So, ich wollte nämlich die Dinger hier noch erkunden, genau. Nichtsdestotrotz darf ich hier sowieso nicht andocken, oder? Sie sprechen mit dem Automatik negativ. Ja, hätte mich auch wundern. Aber jetzt habe ich wenigstens die Dinger. Das dürfte doch ein bisschen Entdeckerpunkte geben normalerweise. So, was bietet eigentlich stark im Arm so alles an? Das Triplett-Lasergeschütz, aha. Ansonsten auch nichts Besonderes. Nichts, was man irgendwo anders bekommen würde. Ganzen Ausrüstung hier unten. Naja. Mein Kampfsoftware, Lebenserhaltung, Navi-Software, Raketenabwehrsystem, Turbo-Boosts, kriege ich alles woanders. So, Frachtraumkraftfelder sind. Oh, eine Entdeckung. Eine Entdeckung. Ich glaub's ja nicht. Sowas gibt's auch noch im Spiel. Wahnsinn. Frachtraumkraftfelder sind in diesem Spiel übrigens wirklich zu empfehlen. Bei mir ist ab M6 der Einbau eines solches Pflicht. Außer normale TS, aber die teuren gepanzerten Transporter kriegen dann wieder eins. Okay. Ich habe noch gar keins irgendwo eingebaut. Aber eine Entdeckung, wie lange hatte ich das schon nicht mehr? Also das Ding funktioniert also noch. Falls wir Zweifel hatten, dass. Oh, ein Schiff. Super. Ja, geil, ein Kark-Bomber.
Jetzt erzählt mir mal, wie ich den hier rauskriegen soll. Ja, ich könnte eben Sprungantrieb einbauen, dann habe ich aber selber keinen mehr. Mit der Boa. Jein. Ich meine, du hast gesehen, wie es am Tor aussieht. Ich übernehme den jetzt erstmal nicht. Ich schreibe das mir auf. Ich muss da erst... Weil, ich meine, wenn die Boa hier reinspringt, die wird instant abgeschossen. Also das kann man vergessen. Hast du ja gesehen, wie die Raketen auf mich abgeschossen haben. Die Boa ist nicht so schnell und nicht so gut, so gute Schilde. Ja, die hat schlechter, gut, 2200er, aber ich bezweifle, ich glaube, die wird abgeschossen. So, ich schreibe das auf. Die fliegt uns ja nicht weg. Definitiv fliegt die nicht weg. So, ich halte mal kurz an. Wie schaut Celadianium aus? Gut, noch sind wir im Minus, aber der kauft natürlich auch Energiezellen noch und nöcher ein. Ich könnte da mal den Komplexrechner drüber laufen lassen, wie viel Celadianium ich. Na, was mache ich denn? Ich da noch einbauen könnte. Dump Warp ist gebaut. Achso, Ronkas. Ronkas. Hier. Ich habe 1800 Überschuss. Teladianium. Energiezellen. Brauchen wir 13. Was mache ich ein? Achso, 13,5 bräuchte ich um ein Sonnenkraftwerk. Wenn ich jetzt wüsste, Station hinzufügen. Argon, Sonnenkraftwerk M. Okay, ein M würde schon reichen. Also nur für mich. Also irgendwann könnte ich könnte ein M reinmachen und dann... Moment, 13,5 und wir haben drei Stück da stehen. Was ist das für eine krumme Zahl? Viereinhalb braucht einer. Das bedeutet, wir könnten sogar noch eine Mine hinsetzen, um dann mit einem Sonnenkraftwerk zu versorgen. Da müsste ich natürlich die Kristalle wieder einkaufen. Aber das nur für die Zukunft. Das hat mich jetzt gerade mal interessiert. So, du meinst einen Booster rein, Transporte und Landekomödie und dann transferieren und schnell andocken und rausspringen. Ich meine, der wirklich absolut einfachste Weg wäre, wenn ich dem Bomber einfach einen Sprungantrieb einbaue. Ich meine, was hat er für ein Ladevolumen? 95 Einheiten, gut, das ist jetzt nicht die Bombe. Aber es reicht, dem könnte ich dann 50 Energiezellen reinhauen, dann könnte der rausspringen. Aber dann, und ich kann mit meiner Springblossom wiederum rausfliegen, was auch kein Problem wäre. Die ist ja definitiv schnell genug. Aber habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ja, ich habe aber immer noch Angst, dass mir die Boa abschmiert. Ich meine, da ist eine Waffenplattform direkt hinterm Tor. Also nicht unmittelbar direkt, aber... schon nicht allzu weit weg. Ach, die verfolgen mich. Die denken tatsächlich, sie kriegen mich. Eine Aspies-Prototyp. Habe ich noch nie gehört. 20 Megatrool-Schilde. Okay, von der M4 ist das viel. Vor allem für ein Split-Schiff ist das viel. Split haben ja eigentlich nicht besonders dicke Schilde. Höchstgeschwindigkeit ist auch ordentlich.
Okay, mit einem Nachbrenner. Meinst du, ach, die Boa mit dem Nachbrenner ausrüsten, dann selber in die Boa einsteigen und mit der das Schiff abholen? Möglich. Eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Ich hab's mir aufgeschrieben. Der fliegt uns nicht weg. Wir machen es auf jeden Fall, weil den will ich auch haben. Aber nicht jetzt. Moment. Achso, das ist ein leichter Schildkomplex. Schade. Was waren wir denn jetzt eigentlich? Ja. Ja, du hast schon. Also, wie gesagt, den Bomber, das ist gar keine Frage, dass ich den hole. Nur jetzt, ich weiß, ich habe jetzt zu später Stunde jetzt irgendwie keine Lust mehr, so Action zu machen. Hier reinspringen, rausspringen, schnell hin und her und hast du nicht gesehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hinspringen soll. Bin ein bisschen ratlos. Weil wenn ich hier hochspringe, ich habe schon wieder keine Energiezellen. Also gehen wir irgendwo auftanken. Rüßbegürde war es was? Nee. Familie Rüh auch nicht. Hafen der Ruhe. TTNI Hauptquartier und nach Nividium-Minen schauen. Na gut, dann bräuchte ich erstmal Nividium-Asteroiden. Das ist vermutlich keiner. Asteroid. Ne, ist nur ein Erzasteroid. Das war ein MMC, aber das ist ja auch PTNI Hauptquartier. Rakete im Anflug. Ach, jetzt nerv mich nicht. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. Komm, hier springen wir jetzt rein. Sprungantrieb zum Alarm. Rakete im Anflug. Moskito-Rakete hat sich selbst zerstört. So, genau, weil hier kann man nämlich auftanken und hier gibt es Aufträge. Ne, ein Discoverer will ich nicht. Sie sprechen mit dem was, da will ich auch nicht. So wäre es günstig. Bisschen günstiger. Das wäre aber mal knickrig zum Schluss noch. So. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und in Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, hier gab es noch mehr Aufträge, die man eventuell eine noch Projektilplanung. Projektilkanonenschmiede, Alpha. Habt ihr eigentlich auch schon mal die Projektilkanonen benutzt? Also ich habe sie persönlich noch nie gekauft. Genauso die Energieimpulskanone habe ich auch noch nie gekauft, weil man da die Munition braucht. Sie sprechen mit dem Auto. Ich meine, die zerstört ja halt einfach den Rumpf der Schiffe. Klar, wenn man Schiffe zerstören will, ist das ja egal, dann kann man die Schilde umgehen, aber wenn man die Schiffe übernehmen will, dann ist das ja scheiße, wenn man den Rumpf immer schon vornherein beschädigt. Ich weiß, ich hab's ja einfach noch nie eingesetzt. Man muss halt auch immer darauf achten, dass man genügend Munition dabei hat. Erreiche Aktivas Glaube. So, hier waren wir auch schon eine Weile nicht mehr. Oh, hier ist einer böse auf mich. Was ist eigentlich hier noch? Will ich hier noch irgendwas haben, um Agenten hinzuschicken? Eigentlich nicht, ne? Nö. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas? Wir benötigen Folgendes. Das hier könnte etwas knifflig werden. Sind Sie daran interessiert? Ja, bin ich. 4,3 Millionen bin ich immer interessiert. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%.
Kirche Alanas Hügel. So, Blackjack schreibt noch, gut in die Video-Asteroiden kann man oftmals ins System hinter Überspeed-Zugangspunkten finden. Da muss man aber erstmal an einen Transorbitalbeschleuniger gebaut werden. Ja, sonst kann man ja nur selber reinfliegen. Aber das ist gut zu wissen. Einfach für die Zukunft. Da sind wir ja dran. Da können wir eigentlich auch mal nachgucken, wie es denn aussieht mit den Ressourcen. Wo kann ich nicht andocken? Sie sollten Ihre Waren jetzt erhalten. So an der Massemühle doch. Ich meine, da kann ich andocken. Ich kann an der Schiffswerft nicht andocken, ja. Osttor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Erreiche Aktivas Glaube. Achso, das war auf was anderes bezogen, dann du kannst dich andocken, sorry. Massenmühle, M, Alpha. So, kurz noch 4 Millionen mitgenommen. Verbindung, eingehende Nachricht. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ah, ich habe zwar auch noch einen gut, logisch war es ein Piratenauftrag. Lustig ist, ich habe gerade einen Piratenauftrag erledigt und das hat eigentlich die Argonen, die Boronen, die Pareniden gefreut. Meint es schon die Station echt? Ich dachte, das war okay. Ja, eine Schiffswerft kann ich nicht andocken, das denke ich mir. Aber ich bin gerade echt ein bisschen überrascht. Sogar die Goner fanden es toll, dass ich einen Piratenauftrag erledigt habe. Warum auch nicht? Ich habe übrigens schon wieder schöne 17 Millionen. So, jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal an, ob man, wie es denn hier läuft. Okay, hier geht weiter nichts, hier geht ganz minimal was. Das Hauptquartier, das dümpelt so vor sich hin. Und da schauen wir jetzt mal. So, stellen wir das mal hin. Wir haben Teladianium, fehlen uns noch über 4000. Silizium, oh Gott. Silizium fehlen noch 7100. Rastaöl fehlt auch noch über 3000. Hat er überhaupt was gekauft? Quantumröhren habe ich 42 da. Er kauft immer mehr Energiezellen. Er hat jetzt schon 224.000 Energiezellen. Wozu? Macht ihm jetzt mal einen maximalen Lagerbestand rein. Ausgewählt. Schickt die Schiffe immer nur los, um Energiezellen zu kaufen. Erz habe ich 12.000 da. Wie brauche ich dafür? 11.900, okay. Ist ja in Ordnung. Er hat quasi nichts anderes gekauft, weil er ständig wahrscheinlich Energiezellen ranschippert. Wie viel der Orbitalbeschleuniger braucht, da kannst du es lesen. Aber über 7000 Siliziumscheiben. Alter Schwede, ich glaube, ich muss da noch ein Schiff losschicken. Ich meine, ja, hier, das ist jetzt wieder das Beispiel. Ich habe zwei Schiffe zugeordnet. Wenn wir jetzt hier in die erweiterten Optionen reingehen und dem sagen, Stationsmanager Einschränkung, kann ich nur ein Schiff auswählen. Das ist das Thema zu Anfang des Streams. Das ist so nervig. Aber ich meine, wenn ich so viel von dem Scheiß brauche, dann werde ich sowieso den hier. Das sind Glücksplaneten und macht nichts. Ja, weil der wahrscheinlich mit Energiezellen voll ist und nicht gerade erst mit Siliziumscheiben voll. Ja, warum kommst du da nicht zurück? Was ist los, Kollege? Räumen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationseinganges. Danke. So, ich werde den jetzt auf Siliziumscheiben anstellen. Ich muss das, glaube ich, echt manuell machen. Ich schmeiß den Manager jetzt raus. Er kostet 200.000 und macht nur Müll.
Wie bekommst du dort die Schiffe wieder raus? Wo raus? So, zurück zur Heimatbasis. Ja, das ist okay, du darfst zurück. Du bist ja auch mit Fracht voll. Und mit Siliziumscheiben. Ich musste ihm noch ein drittes Schiff zuweisen. Aber ich habe momentan... Was ist denn da gelandet? Der hier. Der wird umbenannt. Das ist jetzt auch... Schiffe im Besitz, indem du die Heimatbasis löscht. Quartier 3. Ich weiß, die anderen heißen anders. So, Missionseinstellung verändern. 1, 2, 3, 4, 5. 6 oder 5? Ich weiß es nicht mehr. 5. 200 Megajoule. Vor allem keine 200 Megajoule-Schilde. Was mache ich denn? Schild. 25 so. Schild. Installiert. Ruderoptimierung, Triebwerkstuning, Handelssoftware. Handelssoftware ist installiert. Navi-Software ist installiert. Sprungantrieb, Triebwerksscanner, alles klar. Wie die Option hast du nicht. Hast du einen Stationsmanager aktiviert? Wenn ein Schiff unterm Stationsmanager steht, geht es glaube ich nicht. Du musst den Stationsmanager deaktivieren. Dann kannst du es rausnehmen. So, wenn aber eine Stationsmanager-Einschränkung nicht angezeigt wird, fehlt eine Voraussetzung. Zum Beispiel Handelssoftware MK1. Die Piratenschiffe nicht inklusive. Ja. Den hast du schon rausgenommen, Robustus. Aber warum soll es das nicht geben? Also, ich meine, ich müsste ich jetzt. Normalerweise ist das ja kein Problem. Nur um das mal zu. Hier, Handelssoftware MK1 und MK2 ist drin. So, der wurde eben nicht Sag mal, dem hatte ich doch gerade einen Befehl erteilt. Bin ich jetzt doof? Auch der hat übrigens die MK1 und die MK2 dran. Und nur um das zu vervollständigen, der hat die MK1 nicht drin. Aber der wurde gesteuert. Also daran kannst du zumindest an der Handelssoftware kannst schon mal nicht liegen. Was ist denn das überhaupt für ein Schiffstyp? Ach, das ist der Kaiman-Tanker. Aber dem hatte ich doch gerade eben gesagt, Achtung, kaufe Ware zum besten Preis. Siliziumscheiben. Neun. An der Verladerampe auf Ebene 7. Sektion 1. Also normalerweise gibt es doch diese Option immer hier, Heimatbasis löschen. Also ich habe das persönlich jetzt noch nie gesehen, dass das nicht verfügbar ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eben, dass der fehlt. Weil der Stationsmanager aktiv ist, aber wenn du sagst, der ist nicht aktiv. Ach verdammt, jetzt hat er wieder keine Navi-Software drin und ich kann wieder den dran... Also das Schiff in Besitz, der ist jetzt losgeflogen. Ah, der soll... Ach. Verdammt, vergessen. Egal. Ja, Moment, den wollte ich jetzt noch zuweisen. Kommandokonsole. Heimatbasis. Kriegst jetzt das Hauptquartier. Und du... Wovon haben wir auch noch so viel gefehlt? Ach, du kaufst einfach mal. Erz hat man da. Ach, du musst auch Silizium kaufen. Warum brauche ich so viel?
Quantumröhren hatte ich auch so wenig. Ne, du kaufst mal Quantumröhren. So, aber dir kann ich nämlich jetzt sagen. Autosprung, ja. So. Voraussetzung kann man nachlesen. Dann machen wir das jetzt mal noch zusammen. Weil das würde mich jetzt mal interessieren. Warum der manche Schiffe nicht befehligt, weil deswegen habe ich den nämlich auch überall rausgeschmissen. So. Das Achtung, war bei. Wir haben einen 3, 2, 0 in Korridor 4 auf Ebene 1, Sektion 9. Schiffe, die entweder über die Handelssoftware MK1 oder MK2 verfügen, sind für die Handelsaufgaben verfügbar. Diese Handelsschiffe werden zum Kauf und Verkauf der Waren der Station verwendet, wobei der Stationsmanager die geeignete Aktion basierend auf dem aktuellen Status der Station festlegt. Wenn eine Fabrik beispielsweise nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um die Produktion zu starten, wird der Kauf dieser Ressourcen hohen Priorität. Ja, alles klar. Schiffe verwenden Sprungantrieb, falls installiert, benötigt also keine Autosprung. Ja, es ist auch möglich, eine Liste von Versorgungsstationen zu definieren, sofern die Stationen ausreichend Lagerbestände haben. Okay. Das erklärt nicht, warum er das zweite Schiff nicht hatte, weil MK1 und MK2 hatte dieses Schiff, das er nicht befehligt hat. Und wir brauchen ja so viele Ressourcen und er kauft sie einfach nicht. Also ich verstehe es nicht. Ja, hier. Ja, ich weiß es aber nicht. Also die Voraussetzungen sind erfüllt. Ich meine, das hier, das habe ich ja. Das war auch in den anderen Fabriken, wo das dasselbe Problem war. Naja, gut. An der Stelle machen wir einen Cut rein. Danke mich wie immer fürs Zusehen. Wir nähern uns in ganz kleinen Schritten nähern wir uns. Aber immerhin haben wir jetzt den kleinen Teladianium-Komplex geschafft heute. Achtung, heute findet in der Modeabteilung auf Ebene 8. Also in diesem Sinne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.